Großen, weil sie etwas Unerlaubtes getan hatte. Unerlaubtes? Warum Unerlaubtes? Sie hatte meinen Vater geheiratet, der bloß Schulmeister, Regims Chore und Wiesner war. Dass Sie nicht nur eine schöne Stimme haben, sondern auch eine gute Mutter sind, weil Sie zu uns allen genauso gut sind, wie wenn Sie unsere eigene Mutter wären? Zeig mal, Friedrich. Und das wollen Sie geschrieben haben? Mon Dieu! Bürgermeisterin, es war eine unsichtbare Macht, die mich gemacht zum Genie heute Nacht. Ja. Ein Poet dürften Sie ja sein. Aber wo und bei wem haben Sie Komposition studiert? Mir war immer nur eines wichtig, dass ich mit meinen Kompositionen und mit den Tönen meiner Klaviere die Herzen der Menschen erreiche und sie erfreue. Das, mein liebes Kind, das ist Erfolg. Wie war die Aufführung deiner Komposition, mit der du deinen Kopf vor dem Fallbeil gerettet hast? Eines weiß ich aber ganz sicher. Man hatte mit diesem Werk deinen Namen beschmutzt, ihn auf eine Revolutionsliste gesetzt und deshalb durftest du deine Heimat Österreich nicht mehr betreten. Man hatte dich in deiner Heimat Österreich totgeschwiegen, ja noch mehr ausradiert. Papa, das ist doch ungerecht. Absurd. Wer von all den Menschen hätte an deiner Stelle nicht dasselbe getan? Wäre es nicht Haydn oder Mozart genauso ergangen wie dir? Ich denke schon. Das Schicksal aber, mein Kind, hatte mich ausgewählt.